Tja, nun gut, tja, ach so, jetzt machen wir gleich mal ein Päuschen, ne? Oder obwohl, im Moment geht's eigentlich mit meinen Lecks. Ja, dann zocken wir noch ein bisschen, oder? Ja, guck mal halt mal. Also, wir können irgendwie mal, na, ich würde halt gerne mal wieder eine Expedition machen oder so, aber im Winter ist ja immer ein bisschen scheiße, wenn man expediert. Im Winter ist es halt echt eine schwierige Geschichte. Ah, da ist ein großes Jerky, ich hau mir das mal rein. Mach das mal. Wegen der Gesundheit. Ist hier oben gleich wieder so ein Kuni. Kuni! Wo bist du? Nein. Noch nicht wieder. Nee. Ah, geil, hier sind Bären. Aber ich gehe gleich mal wieder auf Bumsti-Jagd. Denkst du? Ach, geiler Scheiß, guck mal hier. Hier? Die Pinguine haben ihn einfach eingemacht. Der wollte ihn wahrscheinlich ein Ei mopsen. Oh, und da ist auch gleich noch ein Schwanz. Ja. Wahrscheinlich. Das ist ja ein Träumchen. Ja. Das ist ja echt ein Träumchen. Unfassbar. Uah. Glitschi, glitschi. Na komm, Mädchen. Nicht jetzt hier so wild rumglitschen. Nicht gar so wild. Okay, wir haben irgendwie nur leere Fallen. Shit. Dafür haben wir jetzt zwei so Schwänzchen. Zwei so Schwänzchen? Ja. Mensch, eins für dich und eins für mich. Das ist ja super. Das ist ganz großes Kino. Ja, was macht man damit? Weiß man halt nicht, gell? Ja. Ah, doch, hier ist. Ah, jetzt hier zwei Fallen sind schon voll. Super. Cool. Drei. Dann mache ich noch mal was zu. Obstsalat. Entschuldigung. Essen. Jo, machen wir. Ja, ach so, warte mal. Mach nochmal Ham and Eggs. Ich wollte erstmal noch so ein paar Dings machen, weil ich habe Monster Meat. Wie geht Ham und Eggs? Ja, wir machen großes Fleisch und ein kleines Fleisch. Ich bin mir nicht sicher, ob man auch ein Monster Meat nehmen kann. Also eigentlich müsste es gehen. Ich probiere es einfach mal. Platz da, ihr Pinguine, ich klaue euch noch ein Ei, weil das ein braucht ihr ja nicht. Großes und ein kleines und dann? Und zwei Eier. Ich habe keine Eier. Im Kühlschrank. Wo hast du denn die Eier her? Ja, ich bin halt der Eierdieb. Ach so. Schon wieder eins gemopst, weißt du? Deswegen mag ich so gern, wenn man... Kann man tagsüber den Eier mopsen? Ja, also die haben immer so ein bisschen, manchmal haben sie drüber. Und ja, schwupps, da habe ich schon wieder zwei Eier. Achso, du kannst die nur mopsen, wenn die freiwillig hergeben, oder? Ja, wenn die über sind. Also die haben manchmal einfach Eier über. Ich dachte, wenn man den sonst Eier mopst, dann hauen die dir ordentlich eins auf die... Ja, du musst da vorsichtig sein. Wenn du hinläufst, dann rennen die ja auch sofort hin und bedecken ihre Eier. Mhm. Und wenn es dann halt noch freie Eier gibt, dann kannst du die nehmen. Gefahrlos. Ach so. Okay, das ist echt cool. Und auch echt eine faire Nummer von den Pinguinen, dass die halt für uns da ein paar Eier legen. Ne? Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich echt geil. Da, Monster Meat. Ah, nee. Achso, mitten im Monster Meat? Mhm. Ah, ja, cool. Hast du noch zwei Eier? Da mache ich mir nämlich auch noch eins. Ja, es sind noch Eier da, oder? Ist nur ein Ei. Ein Ei oder zwei Ei? Ich weiß es nicht. Doch mal, habt ihr hier noch Eier für mich, Freunde? Eins. Eins, ach, Schütte. Da kann man gleich mal drüben gucken. Ob die da noch ein Ei haben. Ein Ei haben. Wie viel habe ich eigentlich, wie viel Grase habe ich denn? Ich hab noch eins gefunden. Ach, perfekto. Wo ist eigentlich Chester? Ich weiß nicht. Hattest du den Chester nicht dabei? Ja, ich hab sein Auge, aber ich weiß nicht, wo Chester ist. Ist Auge zu oder offen? Ist offen. Das Auge ist offen. Was? Aber Chester ist weg. Ich geh mal auf die Karte. Ach, ich muss auch mal... Hängen geblieben. Wo ist eigentlich... Ist ich irgendwo festgebackt? Wo ist eigentlich jetzt... Shit nochmal. Da oben ist immer noch Abigail, gell? Die hängt da oben immer noch total in der Pampa. Die muss ich auch mal wiederholen. Und wo ist Chester? Ich sehe ihn nicht auf der Karte. I Knuff don't. You Knuff don't? I Knuff don't. Okay, ich lege sein Auge mal daher. Wir brauchen ihn jetzt ja eh nicht so direkt. Nee, ja. Zu zweit ist ja immer ganz fair. Man kann ja dann trotz allem immer relativ viel mitnehmen. Ja, das geht schon, genau. So. Das läuft. Läuft, Timsch, läuft. Ich habe 29 Gras. Ich würde ja ganz gerne auch mit der Fallenproduktion einsteigen. Du hast doch die... oben in der Kiste. Da oben in der Kiste. Aber nur drei Stück. Nur drei Stück? Nur drei Stück. Ja, gut, ist doch super. Reicht dir das? Mein Freund. Ja, drei. Ja, klar, also man braucht irgendwie zwei Seile oder so für nur eine Falle. Oder wie viel braucht man? Ja, nee, ein Seil, okay. Haben die jetzt die Falle überhaupt ausgelöst? Nö. Also, der muss ja drum rumlaufen, um die Falle dann, damit das was bringt. Ach so. Oder um die Fallen, aber. Na? Haben wir nicht gemacht. Ah, was alles gibt? Scaled Chest? Oh, einen feuerfesten Container. Das ist natürlich auch geil. Ach, was es gibt, oder? Und Beamines und so. Ach, Beamines sind cool. Junge. Gut.
Ich habe noch eine Beere, die schmeiße ich mal da rein hier in diesen Topf. Diesen köchelnden. Und meine... Oh, floral shirt. Fun in the sun or on casual Fridays. Fun in the sun. Ja, cool. Casual Friday. Ein Eyebrella. Ein Eyebrella? Mhm. War es mit einem Bierklops-Ei oder was? Den soll ich für diesen Eye... Klar. Alter, bin ich des Wahnsinns. Und opfere mein wertvolles Dierklops-Ei, wobei... Ach hier, wir haben ja noch irgendwie... Kürbis jede Menge. Warte mal, was ist eigentlich der besser? 7,5? 3, 7,5 und 8. Weil der wird nämlich gleich schlecht. Ich koche den mal durch. Mhm. Guck mal hier, bitteschön. Ein feinster Kürbis für den Herrn. Oh, Hot Pumpkin. Mhm. Oh, der macht ganz schön satt. Ja, der ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Mhm. Ja. So, Tag 25. Winter dauert noch eine ganze Weile, glaube ich. Ja, also wir haben jetzt vielleicht Halbzeit oder so, würde ich sagen, ja, oder? Oder? Ja, stimmt, wir haben jetzt 2 Tage oder so. Ja. Hm. Naja, da haben wir schon noch eine Weile vor uns. Ja? Ich bin ja nicht so der Winterfreund, ehrlich gesagt. Ach so? Nee. Wie im echten Leben? Ja. Ehrlich? Magst du Winter nicht? Ja, geht so. Hm, geht so. Ich mag eigentlich, also wenn es ein schöner Winter mit Schnee ist und so... Oh, ich habe vorhin mit meiner Mutter telefoniert, bei denen liegt ewig viel Schnee und es schneit die ganze Zeit. Ah, so ein Träumchen. Mhm. Ist doch schön. Also ich meine, es sei denn, man muss jeden Morgen um 6 irgendwie Auto fahren und es ist voll der Abfuck. Dann ist es natürlich nicht so ein Träumchen. Aber so an sich mag ich das ja echt total gerne irgendwie, wenn es halt mal... Also weil, wenn es jetzt nur warm wäre, fände ich es langweilig. Komisch, warum gewinne ich denn gerade eigentlich... Verschwind doch, blöd. Das verstehe ich nicht. Ich gewinne total viel... Geistige Gesundheit. Ja, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ah, du bist halt ein sehr geistig gesunder Kerl. Also angeblich gewinne ich. Ich sehe zwar nicht, dass ich gewinne, aber ich könnte mir jetzt persönlich nicht erklären, wieso ich jetzt bei Nacht im Winter geistige Gesundheit gewinnen sollte. Ja, dir tut sowas halt gut. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, wenn du beim Feuer stehst oder so. Pff, kein Plan, Timsche. Stein! Ich brauche den Stein! Jetzt leg er mir Fallen aus! So, eine Falle hier und eine Falle da. So, wir können natürlich jetzt auch, weiß ich nicht, wenn wir Bock haben, für die Fleischproduktion hier bei den Pinguinen eine Falle legen. Ja. So, ich mache hier mal eine Falle hin. Stört dich ja sicher nicht, oder? Nö. So, darf ich da mal jemand reinstupsen, bitteschön? Huch. Muss vielleicht mal ein bisschen weiter außen das Ganze. Ah, hier, Stupsdings. Das ist ein bisschen schwierig für mich irgendwie wegen den komischen Lags. Weil die dann irgendwie... Kannst du die mal da reinschubsen? Batz. Okay. Scheint die jetzt nicht so beeindruckt zu haben. Ja, den einen halt. Den einen, der noch einen Treffer und dann ist er hier. Ja, ich weiß aber nicht, welchen ich reingestupst habe. Den da hier, den da. Der jetzt hier unten ist. Woher weißt du das? Ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen. Geh doch darüber. Und jetzt geht er rein. Komm schon. Warum? Das ist auch ein Zeitvertrag, weißt du? Das spielen die Kinder in Finnland, ja. Pinguin-Hockey? Ah, das war ein Fail. Ja, Pinguin in Fallen reinjagen. Doch, komm schon, jetzt geh da rein. Geh da jetzt rein. Ja, jetzt Himmel, Herrgott. Vielleicht war es doch nicht der. Scheiße. Ich weiß nicht. Aber hier gibt's Hasen, ist doch auch schön. Ich finde das ja nur mittelerfolgreich, ehrlich gesagt. Ja, das also hatte ich irgendwie auch fruchtreicher in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ja. Hasen. Ganz viel Hasen. Mhm. Hier ist sogar noch einer. Schwups. Da noch einer. Schwips. Und hier unten noch einer. Schwups. Ah, jetzt, ja, jetzt läuft's aber. Ja? Oh. Ich glaube, jetzt ist es jetzt schön. Ich glaube, wir sind so ein bisschen langsam auf der sicheren Seite. Ja, ja, auf dem aufsteigenden Ast. Ich glaube auch. Ich gehe mal geschwind hier noch rüber. Hier haben wir noch. Ja, das war irgendwie ein Flop. Vielleicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, Tim. Was war ein Flop? Ja, mit der Falle und den Pinguinen. Also das hat bei mir das letzte Mal wesentlich... Hä? Bin ich jetzt dumm? Ja, ich bin dumm. Hat es viel besser funktioniert. Weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegen könnte. Hab ich jetzt wirklich keine Ahnung nicht. Gebt mir eure Eier. Bitte. Nein, ihr habt keine Eier über. Schade auch. Okay. Die da hinten hatten leider keine Eier für mich übrig. Wir haben voll hier Angriff der... Hasenpest? Hasenpest, ja. Ja? Oder ja. Was meinst du? Ja, ja, alles voller Hasenpest. Angriff der Hasenpest. Ja, ich bringe auch noch 4 mit. Ich bin auch auf Hasenjagd. Da müssen wir echt mal ein paar killen und mal ein paar trocknen. Ach, ich hab...
Ja, ärgerlich, ärgerlich, ja. Dass wir so das Spiel Beef Jerky, das wird auch nicht besser, wenn das da an dem Ding hängt, ne? Hm? Das wird, geht auch kaputt, wenn das an diesen Teilen hängt. Das war ja früher auch nicht so. Ehrlich? Ja. Das ist ja fies. Ne, das war früher nicht so. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Also ich nehme jetzt diese Falle hier und spring die wieder runter. Hallo, hat jemand Eier? Nein, keiner hat Eier. Okay, so, jetzt runter da. Kann man die einsammeln? Was? Take oder was? Oder kannst du die Fallen? Ja, ja, die kannst du einfach aufsammeln. Ja. Ach so. Kein Ding, Timsche, kein Ding. Überhaupt kein Problem. Wenn man sie jetzt noch richtig platziert, dann klappt es auch. Ich hab die ja nie benutzt. Schubs. Fallen? Ja. Ehrlich? Wie hast denn du gegen Hounds dann bestanden irgendwann? Ich hab die auf die Fresse gehauen halt. Ja, aber irgendwann ist es doch totaler Overkill, wenn die da... Ja, dann habe ich die irgendwo reingelockt, in die Biffalos oder sonst so. 10.000 Kollegen ankommen und so. Also, du bist mir ja ein Haudegen. Ja. Also nun wirklich, Timsche. Nee, nee, also ich meine, am Anfang geht es ja noch irgendwie, wenn man Singleplayer spielt irgendwie und dann kommen da so 2, 3 oder so, aber wenn da irgendwann 10 so Viecher ankommen, du lieber Gott, sag ich da nur. Gell, da ist nicht mehr viel drin. Ist nicht so ein Fall. Also es sei denn, man ist so ein verwegener Typ wie der Tim da. Ja, uiuiui. Der macht da keine Gefangenen, macht er da nicht. Oder auch kurzen Prozess. So, ich krieg schon wieder Frostbeulen und bin schon wieder gefährlich weit weg vom Feuer. Danke, Tim, dass du... Alter, aber gerade noch rechtzeitig, ey. Das war schon wieder rot. Junge, Junge. So, Hasenpest. Ich habe mehr Hasenpest. Ist unser Hasenstall hier schon voll eigentlich? Gleich ist ich habe ihn gerade ein bisschen leer gemacht. Okay. Gab's Hase zum Abendessen? Noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Okay. Gut. Ja, läuft, 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 läuft. Mein Heat's down. Mach ich auch mal hier so schön ans Feuerchen. So. Wir müssen halt diesen Winter überstehen, also... Ja, das empfiehlt sich, ja. Ja. Ich, also, aber, ja, man weiß ja nie, gell? Wir liegen immer noch total gut. Ich bin irgendwie ein bisschen verwundert, dass wir so gut liegen. Hm. Also, wir haben keine jetzt, wir haben jetzt nicht irgendwie unmittelbar Superdruck oder so, weil wir total am vor uns hinsterben sind oder so. Nee, letztes Mal lief es deutlich schlechter. Ja, ja, also da war ich ja schon 3-mal tot. Aber halt auch mit dem Roboter und so, ne? Das sind natürlich auch. Das war viel, viel schwerer. Verschärft, ja, ja, ist es, ja. Ja. Das war der totale Albtraum. Der ist halt viel schwächer. Und natürlich, ich bleib einfach mal da so sitzen. Du hast einfach super aggressiv gespielt, Käsebrot, Freund, ja. Du wolltest mir irgendwas beweisen, hatte ich das. Du wolltest mir vor Weihnachten wolltest du mir was beweisen. Da wollte ich mir zeigen, wo ja. hier. Wo der Käse gemacht hängt, wird, ja. Ja, das war halt... Hast du mal den Gouda raushängen lassen? Es war einfach dusselige... Das hast du jetzt wirklich ganz wunderbar gesagt, Tim. Ja. Da gibt es bestimmt den ein oder anderen Kommentar dazu. Schreibt uns käsige Kommentare dazu, Freunde. Ja. Timsche freut sich. Ja. Und ich mich auch. Ja, das war einfach dusselig. Ich meine, bei Don't Starve stirbt man ja eigentlich... Eigentlich finde ich das ja das Schöne daran, dass man eigentlich immer... stirbt, weil man halt entweder zu gierig oder dusselig oder panisch wird. Unüberlegt halt. Und ja. Nee, unüberlegt ist auch nicht. Sondern eigentlich immer so, ich mach mal schnell noch und tot. Ja, noch schnell zwei Stöckchen gemacht. Irgendwie so, ich will jetzt hier, gerade wo jetzt die Nacht kommt, nur da drüben noch dies und jenes aufsammeln. Nur noch mal dieses eine Stückchen Holz umhacken. Und dann, aber es war auch fies, ich bin jetzt der erste Tod, bin ich hinter den Farmen hängen geblieben, weißt du noch? Und das war einfach ein Bug, weil die normalerweise, also jetzt kannst du ja auch durchlaufen, ne? Das wäre jetzt also nicht mehr passiert. Das war also auch schon auch die Beta, ne? Ja, ja. Also eigentlich waren wir super. Verschwende! Wer produziert die, du oder ich? Verschwende! Wieso? Ich bin sehr verrückt gerade. Leck. Nee, ich bin 71. Du bist, was bist du? 120. Ich bin 70. Aber wir sind auf gleichem Level ungefähr, so bei 2/3 oder so, oder? Ja, vielleicht wirst du nicht so schnell verrückt. Puh. Du hast ja auch eine Geisterfreundin, da erschreckt dich wahrscheinlich nichts mehr. Ja, das kann gut sein, dass ich so... Sollen wir die nicht mal vielleicht jetzt mal einsammeln gehen? Ja, aber die ist ja, guck mal, geh mal auf die Karte, guck mal, die ist hier oben. Oh, das ist ja, aber geh weit. Mal auf die Karte, damit die Leute sehen, wo die ist. Da war ich noch nie, aber da irgendwo. Da, ganz weit. Verschwinde! Du lumpige Scheißhand. Such dir ein eigenes Feuer. So, ich mach da mal noch was drauf. Nein, nein, nicht ihm geben. Draufwerfen. So, Feuer. Vielen Dank. Ah, huch. Bisschen verdreht.